Hola, ihr wundervollen lieben Liebenden. Es ist soweit. Wir starten wieder in die Karten und gucken, was sie uns verraten. Und ich nehme heute mal wieder das Black Purple Lenny Deck von meiner lieben Lou und das Magic Soul Tarot. Alle Infos wie immer in der Infobox und wie immer gilt natürlich auch, diese Legung kann mit dir resonieren, sie muss aber nicht mit dir resonieren und manchmal siehst du auch jemanden in der Kartenlegung und bist gar nicht selber betroffen. Ja, wir schauen mal, was wir in der Freitagsenergie so bekommen. Liebes Universum, was ist die Grundenergie am Freitag? Da haben wir den Stern und den Park schon mal liegen. Neue Klarheit, Inspiration, vielleicht auch durch ein Treffen. Wir haben den Kompass. Neuausrichtung. Und was kriegen wir noch? Ah, das Schiffchen, die Seelenreise. Ah, im Outcome haben wir den Reiter. Schnelles Fortbewegen. Das Ganze klären wir jetzt wie gewohnt auch wieder mit dem Tarot. Liebes Universum, was kriegen wir hier zum Park und zum Stern? Die 6 der Kelche und die 10 der Münzen. Dir wird bewusst, dass die Integration deines wahren Selbstes viel, viel einfacher ist, als tatsächlich darüber zu schwadrollieren, es einfach, also wie du es machen könntest. Ja, du bist eigentlich hier schon voll in der Integration und damit auch in der Fülle und im Überfluss. Ich sehe nicht so unbedingt die Vergangenheit mit den 6 der Kelchen drin, sondern eher diese vorübergehende Erleichterung. Irgendetwas Positives und wenn es nur die eigene Inspiration ist, Dinge jetzt anzugehen, sorgt hier für Verwirklichung, Überfluss, Stabilität, Hingabe. Das ist so ein bisschen Mindset ändern, gefühlt für mich. Ja, das Bewusstwerden dessen, dass es einfach geht, einfach machen. Ja, nicht groß darüber nachdenken. Ja, 4 der Kelche. Schätze, was du hast. Ja, 4 der Kelche ist immer ein Hinweis auf so ein bisschen Reflexion und so eine Parkbank, ne, die lädt ja wirklich auch perfekt dazu ein, einfach mal rauszugehen in die Natur und darüber nachzudenken, was du eigentlich jetzt möchtest, wie es weitergehen soll. Ja, vielleicht geht es hier auch um Familienangelegenheiten mit deiner eigenen Familie, aus der du entsprungen bist oder auch der Familie, die du mit deinem Partner, deiner Partnerin kreiert hast. Und Fakt ist einfach, hier liegt Überfluss und Stabilität. Natürlich auch ein bisschen emotionale Disbalance, aber dafür ist das über das Emotionenreflektieren ja auch da. Und alleine, weil du hier schon erkennst mit den 10 der Münzen, hier ist ja alles tippitoppi. Ja, hier ist die Gemeinschaft, die Zufriedenheit, das Zusammenspiel und auch, dass du Teil einer Gemeinschaft bist, sorgt für mich gefühlt dafür, dass so ein kleiner Höhepunkt Einzug halten darf. Hier am Freitag und natürlich auch in den kommenden Tagen. Ja, und dieser Höhenflug, dieser Höhepunkt, kein Höhenflug im Sinne von hochnäsig, um Gottes Willen, ja, sondern einfach ein hochschwingender Flug, also ne, energetisch aufsteigen, einfach auch dafür sorgt, dass du eben inspiriert bist, wieder in irgendeine Angelegenheit weiterzumachen. Ja, wieder einen kleinen Schubser an Energie reinbekommst. Wir gucken mal, was wir zum Kompass bekommen. 8 der Münzen. Ja, sei stolz auf dich. Sei stolz auf deine Arbeit. 8 der Münzen, das ist auch der Wandel von du bist nur kompetent, einen Job zu machen, weil du die Ausbildung hast, zu ich bin perfekt dafür, ich meistere das. Ass der Kelche.
Ja, also 8 der Münzen, das ist einfach dein Talent. Es ist natürlich auch das Lernen, das sich fortbilden, Fähigkeiten verfeinern, etwas, was du vielleicht auch mal aufgegeben hast, wieder aufzunehmen, eine Wiederaufnahme. Auch das ist möglich. Ja, 6 der Kelche, Wiedervereinigung mit einer Angelegenheit. Wiedervereinigung heißt aber nicht im Sinne, wenn wir jetzt hier auf die Liebe zum Beispiel schauen, ne? Ast der Kelche steht ja auch für eine neue Liebe. Heißt nicht, dass du mit einer alten Liebe in eine neue Liebe gehst. Ja, weil ich weiß ja, dass meine lieben Seelen hier in der Regel schon so weit geklärt sind, dass sie wissen, Ex-Person ist Ex-Person. Aber dass du eine Wiederaufnahme, deswegen auch das Reflektieren über die emotionalen Gefühle, mit deinen Gefühlen auch machen kannst. Ja, egal ob es hier um eine Liebesgeschichte geht oder die Liebe zu einer Berufung zum Beispiel. Ja, deswegen auch der Hinweis hier: sei stolz auf deine eigene Arbeit. Ja, egal was du erschaffst, egal welche Mittel du dafür benutzt, um etwas zu erschaffen, um ein Ergebnis zu erschaffen, sei stolz drauf. Ja, und das bringt natürlich hier mit dem Ast der Kelche eben auch neue Träume, neue Visionen, neue Fülle, Frieden, ja, emotionale Heilung, neue Fruchtbarkeit. Hier ist auch die Festlichkeit angezeigt. Vielleicht gibt es hier auch einen Grund zum Feiern. Positive Aufregung ist hier angezeigt. Und das alles eben mit einer Neuausrichtung. Die Wiederaufnahme von den eigenen Gefühlen in Bezug auf eine Angelegenheit. Schau da wirklich, was für dich da irgendwie eine Präsenz hat. Wie gesagt, nicht jeder findet sich in jeder öffentlichen Legung wieder. Was liegt denn oben drauf? Der Magier hat sich nochmal umgedreht hier. Zum Glück. Deine natürlichen Talente und Fähigkeiten sind hier oberste Priorität. Mit der 1 machst du Pionierarbeit, du übernimmst die Führung. Du bist der oder die Alpha. Dominant, ehrgeizig, originell. Du beherrschst den Raum und nicht die Zeit. Und darum geht es auch. Dir ist es völlig Latte, wann, wie, wo, was passiert. Du weißt auf jeden Fall, dass es passieren wird. Und das ist einfach auch deine Kraft der Manifestation, deine Kreativität, deine Fülle an Ressourcen, an Mut, an Willenskraft, deine Disziplin, dein Selbstvertrauen, deine Intention, ja. Und auch dein Wirken auf andere formt natürlich irgendwo Raum. Und damit kann hier eine neue Beziehung stattfinden. Entweder tatsächlich auf liebestechnischer Ebene, wenn Familie zum Beispiel ein Thema bei dir ist. Du möchtest Familie gründen. Was brauchst du für Familie? Für einen Verbund? Natürlich mehrere Menschen. Und oder eben für eine neue arbeitstechnische Verbindung. Auch das kann hier mit dem Magier angezeigt sein. Ja? Weil du dich in Bewegung setzt, weil du hier eine Wiederaufnahme von vielleicht auch alten Träumen haben möchtest, gar keine Frage. Aber eben nicht so, wie es damals war, sondern neu. Alles neu macht der Mai. Also, das sieht mir so aus, als wenn das deine alte Energie ist. Ne? Kelchkönigin auf dem Kopf. Du als Zuschauer bist ja die Dame oder die Königin, auch wenn du männlich bist. Und weil wir hier einfach die Seelenreise drin liegen haben, ist es für mich auch eine Energie, dass du hier aus einer Opferrolle rauskommst. Dass du Mitleid mit dir selbst beendest. Ja, dass du anfängst, hoffnungsvoller in die Zukunft zu schauen. Weil das ist de facto auch eine Reise, die ist ein bisschen anstrengender und sehr holprig manchmal. Sich das selber einzugestehen, dass man eigentlich nur das Opfer seines eigenen Egos vielleicht war. Ja. Weil Kelchkönigin, die ist auch sehr sprunghaft, die kann sich nicht festlegen. Kelchkönigin auf dem Kopf ist auch realitätsfern, versucht ihre Emotionen zu kontrollieren, zu unterdrücken, versucht auch ihre eigenen Unsicherheiten immer wieder zu überspielen und die Schuld halt anderen zuzuwenden. Ja. Die Ausprägung dessen ist natürlich immer individuell zu betrachten, aber da darf wirklich jeder ehrlich zu sich sein. Und ich war auch mal so eine Kelchkönigin, ich konnte mich auch nicht festsetzen. Ja, ich war auch beeinflussbar, realitätsfern.
Habe mich jetzt nicht so wirklich so tief in der Opferrolle gehalten, aber habe mich halt schon gefragt, warum bin ich immer dort arme kleine graue Mäuschen? Also da darf wirklich jeder ehrlich zu sich selbst sein. Ja, inwiefern du nicht doch irgendwo in den Energien rumhockst. Aber wie gesagt, du bewegst dich raus. Seelenreise. Mit dem Schiff geht es ja auch um die Sehnsüchte. Es geht um die Dinge, die noch in der Ferne sind, aber bereits, ne, auf dich zuschippern, beziehungsweise du auf diese Energien zu schippern. Das ist natürlich auch irgendwo Fülle und Erfüllung, Wunscherfüllung. Ja. Was kriegen wir denn hier noch? Die 5 der Münzen. Ja, sie liegt hier komplett auf der Seite, aber gut, das ist auch der Wandel. Wir lassen sie mal so liegen. Zum einen ist hier natürlich auch das Vermissen drin, die Reduzierung, der Hinweis, dass du auch unter Umständen Hilfe benötigen könntest. Auf der anderen Seite zeigt sich aber auch schon dieses Überwinden eines Mangelbewusstseins. Ja, wir haben den Konflikt, wir haben aber auch das Ende einer schweren Phase. Wir haben vielleicht auch Finanznot, Armut, Selbstmitleid. Wir haben auf der anderen aber auch die Veränderung zum Besseren, ja, den Seelenfrieden, die geistige Weiterentwicklung. Wir haben natürlich auch die Chance, hier Energieblockaden zu lösen mit den 5 der Münzen. Auf der anderen Seite aber auch schon noch ein bisschen Widerstand gegen die positive Veränderung. Und ja, halte dich nicht vom Wohlstand ab, egal wie du Wohlstand definierst. Das ist ja für jeden was anderes. Da schau wirklich auf deine eigene Definition. Wohlstand ist nicht immer unbedingt nur der Hinweis, Millionen zu scheffeln und dicke Villen und protzige Karren zu haben. Wohlstand kann für dich auch einfach nur sein, glücklich zu sein, immer genug Geld zu haben, immer so, wie du es gerade brauchst und einfach happy zu sein. Ja, also dein persönlicher Wohlstand ist dein persönlicher Wohlstand und kein Wohlstand, der von irgendwelchen Normen festgelegt wird. Normen ist kein Gesetz. Ja, Normen sind irgendwelche Idealvorstellungen, die irgendwelche blöden Menschen, ich bin ganz ehrlich, mal irgendwann festgelegt haben. Gut, nicht alle Normen sind blöd, muss man auch dazu sagen, ne? Aber die ein oder andere Norm, ne, so trendmäßig, die kann man sich auch ein bisschen hinter die Ohren klatschen. Gut, anderes Thema. Also, der Wandel liegt hier bereits. Raus aus dem Mangel, wieder rein in die Fülle. Die Frage also, ist das Glas nur noch halb voll? Panik. Oder ist es noch halb voll? Ey, noch gar nicht so schlimm. Ja, zwei komplett unterschiedliche Energien, die aber mit dem gleichen Ausgangsprodukt entstehen. Ja, also hier auch große Entscheidungsphase während deiner Reise. So, und wenn man sich auf so einem kleinen Schiffchen befindet, hat man nicht unbedingt Platz zum Ausbrechen. Und ein Schiff ist immer ein guter Punkt, um, ja, um sich selber gut zu reflektieren. Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen, wenn du auf einer Seelenreise bist. Du wirst lernen müssen, mit dir selber klarzukommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann hast du nämlich auch die Möglichkeit zu sagen, nee, dieser Aspekt an mir gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich möchte kein Selbstmitleid, ich brauche mich selbst nicht bemitleiden. Ich krempel jetzt die Arme hoch, zacka, zacka, schakka, schakka und leg los. Ja, das ist Seelenreise. Seelenreise ist hart. Seelenreise gibt oft Kopfschmerzen. Seelenreise, vor allen Dingen auch die großen Transformationsreisen, da scheppert es öfters mal im Karton. Man denkt sich so, oh, war ich wirklich so blöd? Dann kommt auch wieder dieses Reue-Ding hoch und man fragt sich, oh, was habe ich bloß den Menschen angetan um mich herum, dass ich so war, wie ich war? Ja, also das ist schon ein Prozess, der schmerzt. Ordentlich, ja. Aber werde dir bewusst, du hättest das nicht erkannt und könntest keine Kurskorrektur einleiten, wenn das alles vorher nicht passiert war. Jetzt könnte man natürlich darüber sinnieren, ob das nicht auch ohne solche Erfahrungen stattgefunden hätte, ob man nicht woanders schon sein könnte. Ja, natürlich. Du könntest an einer ganz anderen Stelle stehen in dem an dem Punkt, an dem du jetzt bist. Dieser Punkt kann positiver sein, der kann negativer sein. Du hast dich aber für den Weg entschieden. Also ist der Weg auch der richtige. Ja, sei dir dessen bewusst. Du warst niemals auf dem falschen Weg. Auch wenn du jetzt gerade sagst, ja, aber Cheyenne, warum musste ich denn so viel Negatives erleben? Ja, scheinbar hast du es in deinen Seelenplan geschrieben. Ja, und von Seelenplänen kann natürlich jetzt auch jeder halten und denken, was er möchte. Aber de facto ist, was ursächlich
dafür gesorgt hat, dass du eine bestimmte Entscheidung getroffen hast, war ja dennoch deine Entscheidung. Ja? Und ich rede ab dem Moment, wo man erwachsen ist, wo man eigentlich in die Eigenverantwortung gehen sollte. Okay? So, genug Palaver, zurück zur Legung. Der Münzkönig fällt raus, ein Gegenüber. Und das ist natürlich eine sehr gute Energie, wenn es darum geht, Unterstützung zu bekommen, um finanziell unabhängiger zu werden, freier zu werden, um Komfort und Sicherheit zu lernen, um einfach auch Ziele zu erreichen. Münzkönig, egal ob männlich, weiblich, völlig egal, ist jemand, der sehr traditionell vorwärts geht, damit aber auch immer an seine Ziele kommt, eher gemächlicher unterwegs ist, anstatt flotti karotti, impulsiv, schnell. Nee. Der hat einen Fahrplan, oder sie, ja, sehr selbstvertrauensvoll, stur, aber zuverlässig, jemand mit Geduld, mit Entschlossenheit, eine stabile Eiche, ja. Und glaub mir, der hat schon so einige Stürme überlebt und hat einen großen Weisheitsschatz, aus dem er jetzt zehren kann und an den er sich auch immer wieder erinnert. Also, wenn dir hier am Freitag oder auch in den kommenden Tagen jemand einen guten Ratschlag gibt zum Thema Stabilität und Sicherheit, das muss nicht unbedingt nur beruflicher, finanzieller Natur sein, sondern auch für dich persönlich, damit du einfach wieder fester im Leben stehst, dann nimm diesen Ratschlag auf jeden Fall an, ja? Münzkönig kann natürlich auch jemand sein, mit dem du eine Beziehung eingehen möchtest. Auch das ist durchaus möglich, weil wir haben ja auch potenziell die Partnerschaft hier drin liegen mit dem Magier und auch dem Ass der Kelche. Wie gesagt, das ist ein gestandener Mensch. Und so ein Mensch, der braucht niemanden an seiner Seite, der unzuverlässig ist, der sprunghaft ist, der sich ablenken lässt und der schnell beleidigt ist. Ja, deswegen auch diese Energie des Wandels. Und wir haben hier auch dieses Zurückkommen in die Kraft, in die Geduld, in die ruhige Energie, ja, in die Gelassenheit, reines Herz, reine Gedanken und dementsprechend auch in die Charakterstärke. Was natürlich auch wichtig ist, weil es geht ums Aushalten. Ich denke mal, dieser Mensch wird dich schon irgendwo noch ein bisschen strapazieren. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch irgendwo die Erfüllung eures Seelenvertrages, den ihr irgendwann mal auf Wolke 789.000 geschlossen habt, weil hier einfach auch die Dankbarkeit angezeigt ist, die Freude, die Genesung, Erfüllung, Spaß, ja, wichtige Kommunikation, hier zeigt sich auch irgendwo schon die erfüllende Liebe, ja, unerwartete Freude und auch schon der Höhepunkt, den ich vorhin schon angesprochen hatte, ja, ein Höhepünktchen, bei dem einen wird es tatsächlich auch ein Höhepunkt sein. Okay, das war jetzt gerade zweideutig gedacht, aber ich würde schon sagen, ein Höhepünktchen zeigt sich hier, der dir eine Bestätigung gibt, jo, alles richtig gemacht. Trotz der Schwere der Vergangenheit kannst du ja jetzt in Eigenverantwortung besser vorwärts gehen. Der Teufel. Es geht schnell in Richtung Schattenthematiken. Ich habe fast das Gefühl, energetisch passt es so ein bisschen in das baldige. Ich meine, es ist ja erst in 4 Wochen Steinbock-Vollmond-Energie. Es geht hier um Fleiß, um Ehrgeiz, um Selbstvertrauen und es geht hier natürlich auch um das Loslassen, das Erkennen auch von eigenen Süchten, von toxischen Beziehungen zu dir selbst, zu anderen Menschen. Dinge, die hier einfach gelöst werden wollen, also Befreiungsbedürfnis. Relativ schnell geht es hier gerade auch in der zwischenmenschlichen Dynamik, besonders natürlich dir gegenüber, ins Befreiungsbedürfnis. Und jetzt haben wir hier natürlich auch die Erdenergie liegen. Es kann durchaus sein, dass dieser Mensch einen Steinbock-Einschlag hat. Entweder ist es vom Sonnenzeichen, vom Aszendenten, von der Venus her Steinbock oder von einem der anderen Konstellationen in seiner oder ihrer Chart. Und Steinböcke sind Schattenspiegel. Ja, das heißt nicht, dass sie perfekt sind, um Gottes Willen, aber sie können ungemein gut triggern. Mhm. Also, einen schönen Freitag, ihr lieben Liebenden.
Wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen. Ich wünsche euch dann in dem Fall auch einen schönen Start ins Wochenende für all diejenigen, die Wochenende haben. Und vielleicht schaffe ich es dieses Wochenende und gebe euch auch mal wieder am Wochenende Tagesbotschaften rein. Da haben ja doch ein, zwei liebe Seelen geschrieben, sie würden es gerne hören. Und ich habe für mich jetzt beschlossen, wenn ich Zeit habe, mache ich auch am Wochenende Tagesenergien. Also das wird keine Regelmäßigkeit, ja, um mir da auch so ein bisschen Freiheit zu verschaffen. Aber wenn ich Zeit habe, dann gebe ich euch in Zukunft auch am Wochenende mal Tagesenergien rein. Okay, ihr Zuckis, alles Liebe an dieser Stelle. Und Dankeschön wie immer fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs kostenlose Abonnieren. Bis bald.